So, weiter geht's mit Hogwarts Legacy und wir machen heute weiter mit dem Zaubertränkeunterricht. Ja, schön, dass ihr wieder da am Start seid. Wir mussten ja letzte Folge leider unseren super tollen Umhang abhängen, weil der hier ein bisschen stärker ist, als wir jetzt gerade haben. Der Burgunderrote, der war ja in der Kiste gefunden haben. Professor Black würde das nie erlauben. Genau, Professor Black, da habe ich übrigens was zu sagen. Das ist nicht, was habe ich gesagt, Bruder oder was auch immer? Oder Vater? Nee, das ist der Ur-Ur-Großvater. Phineas Nigelus Black wird, glaube ich, in Buch 4 erwähnt, glaube ich, mit dem, war im Porträt, ehemaliger Schulleiter und so. Nur so, gerade nebenbei. Also, so ist die Beziehung. Okay, gehen wir mal rein in den Zaubertränkeunterricht. Fangen wir an. Zaubertränke ist eines der anspruchsvollsten und gefährlichsten Fächer der Schule. Als Fünftklässler müssen Sie im Hinblick auf Disziplin und Intellekt neue Höchstleistungen erbringen. Wir beginnen das Semester mit einem Mega-Power-Trank. Mr. Carr, sagen Sie uns doch, wo sich dieser spezielle Trank als nützlich erweist. Ich weiß es. Professor Sharp, der Mega-Power-Trank dient zum Sterilisieren und kann sogar verschiedene Verletzungen heilen. Er kann Verletzungen heilen, aber nicht alle. Punkte für Ravenclaw. Okay. Vor Abschluss der heutigen Stunde wird jeder von Ihnen selbst einen Mega-Power-Trank gebraut haben. Man weiß nie, wann man ihn brauchen kann. Beginnen Sie. So. Zerkleinern Sie die Zutaten mit gleichmäßigen Bewegungen. Vorsicht, wenn Sie den Pulver hinzufügen. Ein Niesen könnte katastrophal sein. So. Eine Prise Diptam. Horklump Saft. Noch einmal ein Tröpfchen. Oder zwei. Drei sind's. Kessel umrühren. Jawohl. Wie ich sehe, können die meisten von Ihnen noch rühren. Kein einfach zu brauender Trank. Gut gemacht. Und angesichts Ihrer jüngsten Heldentaten in Hogsmeade sollten Sie wohl auch die Herstellung des schützenden Edurus-Tranks üben. Professor Weasley hat Sie doch wegen des Rezepts zu Pippins geschickt. Ja, Sir. Da war was. Fürs Erste finden Sie alle Zutaten in meinem Büro. Aber okay. In Zukunft werden Sie Ihre eigenen Zutaten besorgen müssen. Ja. Einige erhalten Sie von den Pflanzen, die Sie in Kräuterkunde anbauen. Seltenere können Sie kaufen. Andere hingegen sind womöglich schwieriger zu bekommen und erfordern etwas mehr Einfallsreichtum. Kommen Sie her, wenn Ihr Trank fertig ist. Dann sehen wir, ob es beim ersten Mal Können oder Glück war. So, sammle Aschwinder im Eier. Wegen der Gerüchte über einen Koboldaufstand hätten meine Eltern mich dieses Jahr fast zu Hause behalten. Hat Professor Sharp gesagt, du hättest die Erlaubnis, sein Büro zu betreten? Richtig. Das hat er gesagt. Er will, dass ich mehr Zutaten für noch einen Zaubertrank hole. Genial. Du, mein Freund, bekommst jetzt eine außergewöhnliche Gelegenheit. Ich bin übrigens Gareth. Gareth Weasley. Ich habe ein Händchen für Tränke, wenn ich das so sagen darf. Schön, dich kennenzulernen. Moment. Bist du mit Professor Weasley verwandt? Sie ist meine Tante. Er hält mich etwas zu genau im Auge. Aber sie kann nicht überall sein. Hör mal, jedes Trollhirn kann einen Edurus-Trank brauen. Ich arbeite an etwas, das auf jeden Fall spektakulär wird.
Ich brauche nur eine winzige Zutat, um ihm den letzten Stift zu verleihen. Das ist dann wohl meine Aufgabe. Du bist so schlau wie erhofft. Ich brauche nur eine Fupa-Feder. Da du ohnehin mit seiner Erlaubnis in Shabs Büro sein wirst, könntest du mir doch eine mitbringen. Nee. Ich weiß nicht, Gareth. Ich will mich nicht mit Sharp anlegen. Ich kümmere mich um meine eigene Angel. Fupa-Federn sind nicht so wertvoll. Sharp merkt gar nicht, dass sie weg ist. Tut mir leid, kann ich nicht. Ich habe genug damit zu tun, die Zutaten für ihn zu besorgen. Ich fürchte, ich kann dir leider nicht helfen. Ah, ich verstehe. Ich lasse mir was einfallen. Ich traue ihm nicht. Ich meine, ich könnte ihm also helfen. Aber nein, ich kümmere mich lieber um meine eigene Angelegenheit. Nachher kriege ich ihn. Oh, soll ich das wirklich trauen? Nein. So, wir brauchen Anspielerin Eier dunkle Straßenküche. Was haben wir hier noch nicht vor? Bisschen Geld. Eine Anspielerin. Und Straßenküche. So, brauche einen Undurus-Trank. Stationen organisiert und ordentlich. Ich habe das Gefühl, dass das nicht so eine gute Idee war. Sollen Sie den Dimtam schneiden oder zerquetschen? Die falsche Antwort könnte leider zum Verlust Ihrer Augenbrauen führen. Trinkestation. So, Orkensumpf haben wir noch keinen. Warte, doch hier. Den kann man machen. Mit Durustrank. Dauert ein klein paar Sekunden. Könnte es tatsächlich im Duell. Könnte tatsächlich unserem Duell helfen, bei den gekreuzten Stäben und Schulcenter Champion aufzutreten. So. Da haben wir dann mal. Hier fängt Flurfliege und Flutzgras. Fliege, Fliege. Oh. Felix Felicis, ja, der war halt. War Glückstrank. Entschuldigung, Glückstrank ist es ja natürlich. Jetzt haben wir hier nochmal Maximaltrank. Donnergebräu. Dann haben wir hier noch einen Fokustrank und den Unsichtbarkeitstrank. Aber können wir erst. Und jetzt das Seifenkraut und. Seltsam. Was ist da los? Wo ist denn der Weasley? Hier. Nun, Mr. Weasley. Tut mir leid, Professor. Das heißt mal wieder Punktabzug für Gryffindor. Das kann ja ein gutes. Das war keine Absicht, Entschuldigung. Gut, ich habe jetzt die 5 Dinger. Ich glaube, das war aber keine gute Idee. Kann ich die zurücklegen? Ich habe einen Edurus-Trank gebraut, Professor. Wie schön, dass Sie sich diesmal auf die Aufgabe konzentrieren konnten. Ich sah Sie mit Mr. Weasley reden. Er kann recht überzeugend sein. Schön, dass Sie widerstanden haben. Gute Arbeit heute. Zugegebenermaßen war ich skeptisch. Schließlich ist das fortgeschrittener Unterricht und Sie sind neu hier. Schön, dass ich Ihre Erwartungen erfüllen konnte. Kommt selten vor. Und denken Sie bitte immer daran, dass Sie noch kein Meister der Zaubertränke sind. Man muss nicht nur wissen, welche Zutaten zu vermengen sind, man sollte auch umfangreiches Wissen über die Zutaten selbst sammeln. Passen Sie besonders in Kräuterkunde auf. Die Pflanzen, die Sie dort pflegen, sind wichtig für die Tränke, die Sie hier brauen. Ich empfehle, das Brauen nur an einem sicheren Ort zu üben. Man kann einen heißen Kessel schlecht einfach so rumstehen lassen. Sie können die Fupa-Feder behalten. Dieses Mal. Er hat es mitbekommen. Er hat es mitbekommen, tatsächlich, dass ich die Feder. Ich denke, wir hatten mit. Alle genug Aufregung für einen Tag. Wir machen Schluss. Aber
Er hat uns hoch angerechnet, dass wir nicht gesagt haben, wir helfen ihm. Ich hätte ihm tatsächlich vielleicht möglich sogar noch geholfen. Und wir sind übrigens Level 8. So, was haben wir dann als nächstes? Wir haben noch die Aufgabe mit Natti. Mit Natti. Wir haben aber noch ein Inventar. Weitere. Die Fupa wieder. Okay. So, Sammlung. Dann hätten wir hier die Eier einer Arschwinderin und Straßengitterfenster wahrscheinlich, oder? Ja. So. Perfekt. Jetzt will ich gerade gucken. Bitte mal kurz. Aufträge. Wir müssen hier hin. So, machen wir erstmal das. Machen wir dann in der nächsten Episode das Mädchen aus Ouagadou. Dazu sollen wir nach Lower Oxfield. Hier unten lang. Warte mal, kann ich was? Kann ich nicht, okay. War nur mal eine Idee. Über 500 Schritte noch. Das ist noch ein ganz schönes Stück. Warte mal, kann ich da nicht irgendwie hin teleportieren? Wahrscheinlich will die nach Hogsmeade. Ist das Hogsmeade? Nö. Okay, das ist hier ein Stück raus. Gut, dann müssen wir doch laufen. Und wenn wir jetzt spontan ein paar Florfliegen finden, wäre das gut. Nein, nicht für den Vielsafttrank. Nein, für den Dingstrank. Aber wir haben zumindest etwas Powertrank. Das macht vielleicht wieder ein bisschen was aus. Das ist aber hier nicht. Warte mal, ist das das? Doch, wäre das, ne? Also, jetzt natürlich wahrscheinlich noch nicht. Aber. Ich glaube, das ist dann Heckelzirkelhütte später. Genau. Unterrichtsraum für die Tierwesen. Also pflegemagische Geschöpfe wahrscheinlich. Das ist ja so. Ja gut, ich muss zugeben, ja, weil ich diese wirklich gespielt habe, klar, dass ich noch nicht hier war. Aber hier. Die komischen Pilze. Die will ich jetzt nicht. Das ist aber ganz schön ein Stück da unten dahin, ja? Die Brücke, die man natürlich aus den Filmen kennt.
So, wir nehmen Lumos mal wieder raus, übrigens. Weil ich bin ein Schal, bin ja. Und was haben wir hier? Akio? Levioso ist das. Akio ist ja links. Der hier. So. Weil ich wollte jetzt unbedingt einen Schadenzauber ist ganz gut eigentlich. Ich will ein Bild aus Lesern. Nein, gut, dann machen wir einen kleinen Break. Falls es noch hört.